Elisabeth Schwarzkopf, am 9. Dezember 1915 in Jarocin in Posen geboren. Ihre musikalische Ausbildung erhält sie in Berlin und besonders wichtig für sie bei Maria Ivogün. Entscheidend wird ihr Zusammentreffen mit Furtwängler, Karajan und dem englischen Schallplattenproduzenten Walter Leck, den sie 1953 heiratet. Sie ist die einzige deutsche Opernsängerin, die 15 Jahre lang jede Spielzeit an der Mailänder Scala sind. Und wenn von ihr gesprochen wird, dann nur in höchsten Superlativen. Eine Jahrhundertstimme, eine der größten Sängerinnen aller Zeiten. Karajan preist sie als die wahrscheinlich beste Sängerin der Welt. Eine Perfektionistin der Sangeskunst in Oper und Lied unübertrefflich. Beim Liedsingen klingt sehr schön, ja. Und beim Liedsingen wurde sie unter anderem begleitet von Furtwängler, Karajan, Edwin Fischer, ja. Glenn Gould. Hat er eigentlich mitgesungen? Ja, er hat fantasiert zwischendurch, ja. Und deswegen ging es nicht weiter. Ja. Und ja. Hans Rosbaud und Walter Gieseking. Ja. Und Hermann Reuter, ja. Nicht zu vergessen. Ja. Und Zabalisch. Viele andere, ich habe viele Zabalisch. Andere nicht genannt, ich wollte nur einige ja. nennen, die nicht unbedingt ja. Als von Beruf her Pianisten sind. Und trotzdem blendend waren. Ja. Ja. Frau Schwarzkopf, Sie haben gesagt, Begabung, Glück und Charakter, das sind die Bedingungen des Ruhms, ja. Ihres Ruhms. Ja, was? Dazu kommt auch noch Gesundheit. Wenn das nicht stimmt. Ja. Ja. Und wahrscheinlich noch einiges andere, aber jetzt fange ich mal an zu fragen, was ist denn Charakter da für Sie? Der Charakter ist, dass der Beruf ein grausamer ist und man so viel aushalten muss an Zurücksetzungen, an Anfeindungen, an fürchterlichen Dingen. Das könnte ich Ihnen ein Buch schreiben über das, was man ertragen muss. An Zurücksetzungen? Ich habe ja. gerade hervorgehoben, an was Kritiken, alles... An Kritiken, ja, als ich seinerzeit diesen Liederabend mit Wilhelm Furtwängler in Salzburg, Hugo Wolf, sang. Gut, die Tempi waren oft zu langsam, das wissen wir ja schon. Aber es war wirklich sehr gut, wenn Sie die Platte hören, ist vieles wirklich wunderschön. Und dann haben Sie rübergeschrieben, was hat man dir, du armes Kind, getan? Na ja, bitte, das muss man dann aushalten, nicht? Hört ja. man ja auch ganz ja. gut aus. Ne? Aber als Charakter gibt es doch sicher noch mehr, was man braucht. Ja, selbstverständlich, denn man muss lernen, wo die Grenzen sind. Man versucht immer ein bisschen weiter zu gehen und zieht sich schnell wieder zurück. Oder man hat einen Ehemann, der sagt, bist du wohl verrückt geworden, die Butterfly zu singen? Das ist der Entscheidungsgrund sozusagen gewesen. Hat das Walter Leck gesagt? Ja, das habe ich ja. unterschrieben gehabt, ohne dass er hingeschaut hat. Und dann war, haben sie, das war so fast das Ende unserer Beziehung. Und so weiter. Also man muss schon lernen, was man sich leisten kann oder was nicht, rein von der Physik der Stimme her, von der physiologischen Einrichtung dieser Stimme. Man kann eben nicht alles singen. Man würde sich, jeder würde sehr gern die Isolde singen, nicht? Aber das geht nicht. Aber Charakter gehört nicht auch dazu, Ausdauer und dann das ständig, wirklich sich ständig mühen? Ist ja, das nicht na, selbstverständlich. Also das ist für mich, über das möchte ich eigentlich fast gar nicht sprechen, weil ich das für selbstverständlich halte. Ich glaube nicht, dass man darüber überhaupt reden soll. Weil wenn Sie ein Talent in die Wiege gelegt haben, bekommen haben, dann sind Sie ja verpflichtet, so viel zu arbeiten, dass das Talent zum Blühen kommt. Und wenn Sie dann noch Eltern haben und überhaupt viele Menschen, die dazu helfen, ja, du lieber Gott, da arbeitet man weg. Ach, ich hatte mal vor kurzem in Frankreich eine Diskussion mit jungen Leuten. Und die haben als erstes, ja, was tut man eigentlich, wenn man also singen lernt? Da hat man doch so viel Zeit, das ist doch eigentlich gar nichts, ne? Und das habe ich Ihnen erzählt, wie so ein Tag geht, von früh bis abends. Ich hatte ja das große Glück, dass ich in der ganz ersten Anfangszeit noch zu Hause gewohnt habe bei den Eltern. Wie geht denn so ein Tag? Erzählen Sie doch ja, mal, was Sie lieber den jungen Man fängt halt haben. An mit Sport, mit allen Dingen. Sich, man, abhärten ist sowieso das allererste, was man muss, nicht wahr? Damit man also diesem allen gewachsen ist. Dann muss man eben Gott behüte gesund sein. Man darf nicht Allergien haben gegen Staub oder solche Dinge. Da ist auch alles schon vorbei. Und dann muss man natürlich trainieren und muss lernen und muss hat Stunden und übt und sitzt am Klavier und geht in die Konzerte und lernt die Partien und lernt Lieder und lernt Sprachen und lernt, na, was es halt alles zu lernen gibt. Und dann macht man natürlich, Sie werden lachen, aber ich habe sehr viel Ballettunterricht genommen, um mich auf der Bühne bewegen zu können und um zu lernen, wie man sich in den Kostümen bewegt und wie man sich überhaupt auf der Opernbühne bewegt, wo ja alles so und so viel verlangsamt ist. Ich meine, wir alle haben schon mal was von Stanislavski gehört und wissen, dass man also Bewegungen und Reaktionen für eine Distanz umsetzen muss in die Entfernung. Also ich weiß nicht, wie oft mein Mann zu mir gekommen ist nach irgendeinem Rosenkavalier und sagt, du hast dich wieder viel zu schnell bewegt.
du bewegst die Hände und was alles, als ob es privat wäre. Es soll privat aussehen, aber es muss bis in die 30. Reihe den Eindruck machen und nicht gerade nur vorne für den Dirigenten, nicht wahr? Aber das ist ja sehr gut, wenn man so jemanden hat, der das auch beurteilt aus der 30. Reihe. Natürlich, ich habe ja auch das große Glück gehabt und ich muss sagen, ich bemitleide heute diese Sänger, die eben so jemanden, der so viel weiß und so viel Geschmack und so viel Sicherheit hat, nicht nur in der Musik, sondern auch sonst, nicht neben sich haben, denn sie können sich heute nicht auf das Urteil vieler Menschen, also der meisten Menschen, nicht verlassen. Aber jetzt sind wir eigentlich schon bei dem nächsten Punkt, dem Glück. Sie haben ja gesagt, Begabung, Glück, Charakter. Ja, das Glück ist in verschiedener Form zu Ihnen gekommen. Muss ich noch was erzählen zu dem Glück? Ich habe vor, glaube ich, 3 Jahren oder wann war es, von in Frankfurt, die Mozart-Medaille überreicht bekommen. Und da kam zu dieser Überreichung im Frankfurter Alten Operhaus, im kleinen Saal natürlich, kam Götz Friedrich mit seiner Frau angeflogen aus Berlin und hat die Laudatio gehalten. Ich saß in der ersten Reihe und da sagte, gnädige Frau, man hört ja immer, dass Sie immer sagen, Sie haben in Ihrem Leben doch auch so viel Glück gehabt. Und ich habe gesagt, stimmt, da habe ich auch. Ich sage, ja, aber das größte Glück, was Sie gehabt haben, das kennen Sie gar nicht. Sie haben ja nie in einer meiner Inszenierungen zu singen brauchen. Vielleicht war das ein Glück für Sie. Das war ein Glück und er wusste es, weil er weiß, er kennt natürlich meine Einstellung dazu, nicht wahr? Welche Einstellung? Zu ihm oder zu der modernen Regie? Ja, dazu. Ja, ich glaube, das kennen inzwischen eine Menge Leute. Ich hoffe wenigstens. Ich meine, wir können ja nur, die wir so Relikte sind aus der alten Zeit, wir müssen ja versuchen, auch noch unser bisschen dazu zu geben, dass wieder Vernunft da reinkommt und Respekt vor der Musik. Wissen Sie, nicht Respekt vor dem Regisseur, sondern Respekt vor der Musik. Und das fehlt heute, sagen Sie? Von dem, was ich zu sehen und zu hören kriege, fehlt es vollkommen. Auch bei Götz Friedrich. Das will ich nicht sagen, dass er keinen Respekt hat, aber er versucht, in solche Richtungen zu gehen. Er hat es ja selbst gesagt, nicht wahr? Die wohl für ein Publikum vielleicht interessant sind, die aber mit der Musik gar nichts mehr zu tun haben. Aber bitte, das ist meine persönliche Meinung. Man kann mich auch gleich widerlegen. Vielleicht haben die Bayreuther Inszenierungen mit der Musik was zu tun. Für mich nicht. Und für mich sind Opern immerhin Vorlagen von einem Librettisten oder Lieder sind Poesie von einem Dichter. Aber sie sind doch durch den Komponisten zu sehen. Man muss sie ja durch die Musik sehen. Musik ist die Nummer eins. Und deswegen, ich bin so oft gefragt worden, was eigentlich so für mich die signifikanteste Partie in meinem Leben war. Ja, das war gar nicht der Rosenkavalier, sondern jetzt, wenn ich raufschaue auf mein Leben, war es die Gräfin im Capriccio, weil es da um die Frage geht, prima le parole dopo la musica, was kommt zuerst, Musik oder Wort, Wort oder Ton. Und der Strauss gibt ja keine Lösung, nur für mich gibt er doch die Lösung, dass es die Musik ist. Für den Sänger sollte es die Musik dann doch nicht sein? Nicht unbedingt, oder? Wenn Sie sich Fischer Disco anhören, Fischer Disco, meiner Meinung nach, ist immer das Wort. Erst. Und in seinen Liedern hauptsächlich. In seinen Liedern hauptsächlich. Auch in den Opernpartien. Oh ja, es ist das Wort erst und dann die gesanglichen Farben. Aber er hat sie natürlich alle zur Verfügung. Nur wenn man ihn analysiert, was ich ja dauernd muss und auch tue, dann würde ich sagen, dass er nicht so gerne in Klang Farben malt, wie zum Beispiel ich es getan haben würde, wenn ich es immer gekonnt hätte. Ich habe es nicht immer gekonnt, aber das war mein Ziel. Nicht? Ich habe... Und habe dabei versucht, doch das Wort sehr zu beachten, sogar zu viel. Ich weiß, in meinen ersten Schallplattenaufnahmen, da ging es immer um die Wortdeutlichkeit. Und da hat man so Konsonanten gespuckt, dass wenn ich das jetzt höre, also das... Aber vielleicht ist der Zuhörer dankbar, weil er sagt, ich verstehe wenigstens, was gesungen wird. Man will ja auch die Worte verstehen. Ja, das ist, und, von dem selbstverständlich muss man sie verstehen, na klar. Aber es ist nicht die Wortdeutlichkeit das regierende Element. Wissen Sie, wenn Sie einen Saal mit 3000 schwarzhaarigen Chinesen und Japanern unter sich haben und die wollen Sie zum Weinen und zum Lachen und zum Lächeln bringen, und das tun Sie auch, das tun Sie nicht mit der Wortdeutlichkeit, sondern mit den Farben, die wirklich von dem Ausdruck her kommen. Ja, zumal die ja die Sprache nicht verstehen. Die können es ja eigentlich nur durch die Farbe verstehen, nicht? Ja. Und das, finde ich, gilt auch sehr viel für ein Publikum, die natürlich die Worte dauernd verstehen müssen, aber das Aussprechen alleine bringt noch keinen zum Weinen. Es ist wirklich der Erinnerung. Gerade neulich spielte man von France Musique eine Aufnahme von der Matthäus-Passion, die ich gar nicht wusste, wo ich sie hinstecken sollte. Ich hörte nur den Tenor, den ich natürlich kannte, Karl Erb. Also mit Karl Erb habe ich selbst noch gesungen, seine letzte Matthäus-Passion in Luzern. Er hat ja hier in Ravensburg gelebt, nicht wahr? Ja.
Und für mich ist das einer der größten Sänger gewesen. Ich meine, das ist so ein Ausdruck in dieser Stimme, die eigentlich, könnte man sagen, fast eine helle, weiße Stimme war. Und trotzdem, hören Sie mal an den Schlaf von Hugo Wolf, von Karl Erb gesungen. Ja, das ist umwerfend. Und dieser Evangelist von Karl Erb, das habe ich in meinem Leben nicht mehr gehört. Und ich habe mit Patzak gesungen und mit, weiß ich, wer allem nicht war. Aber das, es ist eine Aufführung aus dem Konzertgebau mit Mengelberg. Sehr romantisch, sehr viel die Tempe verzerrt und alles. Macht ja nichts. Aber was der mit dem Evangelisten, da sind sie so gefesselt von dem Drama. Es spielt sich so ein Drama ab, dass der Evangelist erzählt. Und der Meinung bin ich auch, dass das noch immer passieren müsste. Nicht, dass man gerade nur die Musik hervorzelebriert und da irgendwas es sich dreht, ist eigentlich ganz egal. Nicht? Das ist nicht meine Meinung, auch nicht für die Passionen. Überhaupt nicht, nie, in nichts, was mit der Musik zu tun hat. Ich komme nochmal auf das Glück. Welches war denn Ihr Glück? Das fängt ja auch wahrscheinlich früh an. Ja, das Glück fängt mit der Erziehung an, mit den Eltern. Mit der Erziehung, mit der musikalischen Begabung, selbstverständlich. Und ich muss in dem Falle wirklich sagen, beides, die Gesangsbegabung und die musikalische Begabung, vielleicht beide zusammen. Denn ohne beide Begabungen geht es ja nicht, wird es nicht gehen. Nicht? Dazu kommt noch eine andere Begabung, die ich jetzt erst eigentlich analysiert habe, wo ich selbst doch sehr viele Schüler habe und wo ich mich dann immer fragen muss, ja, warum kann dieser Mensch, warum versteht dieser Mensch nicht zu lernen? Warum weiß er nicht, wie er lernen muss? Warum weiß er nicht, wie er es dann abliefern muss? Warum kann er es nicht abliefern, wenn er da gefragt wird? Jetzt um 8 Uhr musst du funktionieren. Wie kommt das? Das habe ich noch immer mit meiner Lehrerin, der Ivogin, gesprochen, noch in den letzten Monaten ihres Lebens. Und sie sagt, ja, mein Kind, dazu gehört auch ein Instinkt. Es gehört ein Instinkt, neben der ganzen Begabung, gehört ein Instinkt zum Lernen und ein Instinkt zum Singen, ein Instinkt zum Performen, also zum am Abend das abzuliefern und sogar mehr, als was man gelernt hat. Ja, das ist so. Glück, Begabung, haben Sie schon gesagt, Instinkt. Charakter. Und nun kommt die Technik ja doch dazu. Ja, ein ganz und ohne wichtiger. Die Technik können Sie die größte Musikalität der Welt haben und die größte Ausdrucksfähigkeit der Welt und das wird nicht. Sie können sich nicht ausdrücken. Sie beklagen manchmal, dass die jungen Leute heute nicht genug Technik hätten. Oder Sie sagen, bis mit 24, 25 muss die Technik eigentlich da sein. Ja, die Stimme ist nicht dann noch nicht da in der ganzen Blüte. Natürlich nicht. Die Stimme wächst ja dann erst darauf hin. Gell? Wenn Sie die richtige Technik haben, dann wächst die Stimme ganz organisch über die Jahre und verändert auch Ihr Fach. Bei gewissen Stimmen ändert sich das Fach, bei anderen bleibt das Fach. Nicht wahr? Aber das... Das geht nur mit der richtigen Technik, ohne die geht es nicht. Sie sagen ja mal, also singen ist kein Mysterium und man soll das auch nicht draus machen. Man muss so 5, 6 Grundfunktionen haben und dann kommt eigentlich das Künstlerische, das Richtige der Stimme zum Vorschein. Ja. Da muss ich sagen, also ich hätte das gern, ich kann das nicht. Was ist denn nun Moment, bei Ihnen? Moment. Ich habe die Grundfunktionen auch nicht. Nummer 1 ist ja mal erst die stimmliche Begabung. Ja. Das ist Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt erst alles andere. 2, 3, 4, 5 ist das, worüber wir gesprochen haben. Das ist immer noch die Stimme. Ja. Und dann kommt die Technik. Ja. Aber nun, was ist denn an Ihrer Stimme anders als an einer anderen Stimme? Ist da auch an der Stimme etwas anders? Am Kehlkopf Jede Stimme etwas ist anders? Verschieden. Das weiß ich nicht. Ich bin kein Chirurg. Ich habe mir nie Kehlköpfe angeschaut als Kehlköpfe. Ich höre den Klang und deswegen, ich analysiere ja Klang und nicht Kehlköpfe. Ja, die Kehlköpfe vergessen wir beim Singen. Das ist etwas, was aus unserem Blickfeld verschwindet, sollte verschwinden. Wir arbeiten ja mit Klängen. Die Ohren sollen uns sagen, man was singt mit den Ohren. Man sagen singt mit Sie. Den Ohren, ja. Können Wenn Sie, Sie das erläutern? Die nicht haben, was glauben Sie, wie viele zu mir kommen? Ja, mein Lehrer hat mir verboten, auf mich zu hören. Sag ich, wie wollen Sie denn dann überhaupt Musik machen, wenn Sie nicht auf sich hören können? Und das ist wirklich ein Schritt, wie der erste Schritt auf den Mond, weil die Menschen das heute nicht mehr können. Bei uns war das gar kein Problem, das haben wir. Sofort haben wir uns von außen zugehört, bei jedem Ton, den wir auch gesungen haben. Wir haben uns den auch vorgestellt vorher und dann mit dem Ohr kontrolliert, ja, ist das so, wie ich mir den Klang jetzt vorgestellt habe, kommt das so? Nein, kommt nicht. Aha, also was muss ich machen? Hört man sich denn ganz? Ich meine, kann man das lernen, trainieren, dass man seine Stimme lernt? Man kann es lernen. Wir haben es gelernt, ohne dass es uns erklärt worden wäre. Aber wir mussten auf uns hören, wir haben ja keine Apparate gehabt. Und diese Apparate sind ja überhaupt ein Krux, denn die zeigen ja nicht die Stimme, wie sie wirklich ist. Mit denen lernen sie aussprechen und Tempo und sie hören, wo sie zu schnell sind. Aber nicht singen, nicht den Klang. Ja, weil man ja das erst hinterher korrigieren kann. Eben, man müsste ja, während man hört, nur dass man sich richtig hört.
Also dass der Kleinkörper von innen... Ich sag's Ihnen ja, es ist ein Schritt auf den Mond. So unmöglich für viele. Für viele ganz unmöglich. Aber erlernbar. Ganz sicher. Ja, ganz sicher erlernbar. Wenn man das will, kann man das erlernen. Ein Hochleistungssport mit Stimmbändern, haben Sie gesagt, sei das Sinn. Ja, das ist es auch. Weil man natürlich, ich meine, wenn Sie einen Liederabend von 2 Stunden, 15 Minuten oder so oder mit den Zugaben singen müssen, und das geht in allen Stilen hin und her, das geht in allen Höhen und Tiefen der Stimme hin und her, das geht in allen Farben der Stimme umeinander. Sie können ja nicht in einer Farbe einen Liederabend singen, sondern in möglicherweise Hunderten, nicht wahr? Ja, ja, dann da muss die Stimme wirklich gehorchen, und das gehorcht sie nur, wenn sie ganz in Ordnung ist. Wenn sie nicht in Ordnung ist, dann passieren Dinge, die es heute auch von mir auf gestohlenen diesen Piratendingern gibt, wo man dann dem Dirigenten oder dem Intendanten zuliebe gesungen hat, wenn man nicht hätte sollen. Ja, da gibt es entsetzliche. Da passt keiner auf und sagt lieber nein, man nicht, hat Angst, oder? Man hat also Angst, einem großen Dirigenten Nein zu sagen. Oder so, und dann, wenn ein Intendant kommt, ja, aber mein liebes Kind, ich sehe ja niemand, was, okay, dann macht man es schon. Und das ist nur zum Schaden. Können Sie uns noch mal das mit der Kopfstimme erklären? Weil Sie sagen, die Kopfstimme haben wir natürlicherweise leider nicht. Die Negerinnen sagen, doch, sie haben sie haben es auch von uns. Ja, doch, doch, aber seltener. Also es sei schwieriger, in der Kopfstimme läge ja auch das Timbre eines Menschen. Ja, es ist heute verloren gegangen. Die heutigen Sänger haben es nicht mehr. In der früheren Generation haben sie alle gehabt, aber alle. Und warum haben sie es heute nicht mehr? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil alle Leute wollen, dass die Sänger laut sind. Und nicht vom Pianissimo angefangen alles können. Wir haben müssen bis vom Pianissimo die Schwelltöne bis wieder zurück und so weiter. Das können sie aber nur, wenn sie eine Kopfstimme haben als Frauenstimme. Die Männer, bei denen ist es etwas anders. Man nennt es dann nicht mehr Kopfstimme, gell? Aber das, ohne das können sie nicht Mozart, nicht Strauss, nicht. Wie wollen sie eine Agathe singen ohne Kopfstimme? Na, sagen Sie mir das zum Beispiel. Aber die vorige Generation hat es alles gehabt. Die Elisabeth Grümmer, eine herrliche Sängerin mit Kopfstimme. Die Tiana Lemnitz, meine also frühere Generation. Die haben wir Piana genannt, weil sie so fabelhafte Pianissime hatte. Dafür sind Sie aber auch berühmt für Piano-Schattierungen. Ja, immer, das gab ja fast, das war so ein Schwarzkopfton. Das sicher, Piano, aber die hat unsere Generation hat es auch. Die Seefried hat es auch gehabt, natürlich. Mhm. Die Christa Ludwig hat es, die Jurine, alle, unsere ganze Generation hat es gehabt. Noch erlernt. Immer. Erlernt, gesucht und gefunden. Ja, ich glaube, das haben Sie immer gehört von der vorigen Generation und sich gar nicht vorstellen können, wir haben uns gar nicht vorstellen können, dass man singen könnte, ohne ein Pianissimo in der Kopfstimme zu haben. Das war gar nicht für uns möglich, sich vorzustellen. Das gehörte einfach dazu. Aber fragen Sie mal, wenn ich jetzt sage, singen Sie doch diesen Klang, bitte schön, jetzt den Ton, der gehört in die Kopfstimme. Ach bitte, was ist das? Ja, wo muss ich? Ja, also was ist das? Ne? Muss man denn fürs Liedsingen mehr Technik haben als für die Oper? Und sagen Sie deshalb den jungen Sängern, sie sollten auf alle Fälle auch Lieder singen? Nein, das sage ich Ihnen gar nicht, dass sie auf alle Fälle Lieder singen sollen, sondern nur die, die es wollen. Die anderen sollen ja die Hände davon lassen. Wir hatten in Belgien den großen Wettbewerb und da musste jeder armselige Bühnensänger auch eine Liedergruppe singen. Das können Sie sich nicht vorstellen, was dabei herausgekommen ist, gell? Diese ja, sie haben gelitten, Menschen, aber die Menschen, die könnten vielleicht daran Nuancierung lernen. Nein, um Gottes Willen, ich bin nur froh, dass diese Lieder vorbei sind, nicht wahr? Dass ich damit fertig bin. Nein, nein, damit machen sie ja auch nicht die Karriere, die meisten. Es sind ganz wenige, die als reine Liedersänger anfangen können. Die müssen sich ihren Namen sowieso, wie immer, erst machen in der Oper. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die als Liedersänger gleich von Anfang an durchgekommen sind. Ja, aber Sie haben doch von Anfang an auch Lieder gesungen, ja, nicht? Ja, mit Raufeisen und so ganz früh Lieder, angefangen. Lieder, Oratorien und Oper, immer, parallel, parallel, dauernd. Ich habe mir nicht vorstellen können, jemals nicht auch Lieder zu studieren und zu singen. Das war immer der Fall, nicht? Sie beklagten eben schon, dass die jungen Leute nicht genug Technik haben. Und das heißt ja auch, dass die Stimmen heute, weil sie so viel laut schon so früh singen, relativ schnell verschleißen. Mhm. Irgendjemand sprach mal von den Narben der Stimme. Ist das eigentlich wörtlich zu nehmen, dass man sagt, die Muskeln können sich nicht beruhigen oder so? Ich bin kein Halsarzt. Aber ich bin sicher, dass eingearbeitete Fehler im Singen, wenn die für mehrere Jahre gehen, nicht mehr rauszubringen sind. Ich glaube nicht. Das ist wie die Falten im Gesicht. Ich glaube nicht, nein. Wie schont man denn die Stimme? Indem man richtig singt und indem man auch richtig spricht und indem man nicht schreit. Natürlich, man muss in der Resonanz sprechen, man muss in der Resonanz singen. Das ist alles, was es dazu gibt. Noch gar nichts weiter.
Also ihr Mann schreibt in dem Buch, was sie gemeinsam herausgegeben haben, Gehörtes, Ungehörtes, ja. Memoiren von dem Rosenkavalier, den sie in der Scala mit Karajan gesungen mhm. haben. Und da sagt er, 4 Wochen lang hätten sie jeden Tag 10 bis 12 Stunden geprobt. Ja, das haben wir. Kann man denn das mit der Stimme? Oder oh, da haben sie nicht immer gesungen. Nein, nein. Das waren auch sehr viele Bühnenproben. Und das hat Karajan noch selbst damals gemacht. Er hat selbst jede Rolle fast vorgespielt als Schauspieler damals. Das waren andere Zeiten. Nein, nein, das war nicht gesungen, um Gottes Willen. Da hat man sich auch sehr schonen dürfen. Und man hatte, Karajan war der Erste, der hat gesagt, nichts. Nichts da oben, nicht wahr? Ja. Achtung, ja. Ruhe geben. Nein, nein, der hat schon, die meisten Dirigenten wollen ja, dass man abends erst alles richtig abliefert. Die wollen gar nicht, dass man... Also man imitiert oder man... Ja, man macht den Mund auf und zu und zeigt, dass man im richtigen Zeit einsetzt und so. Sonst ja. nicht. Der weiß ja von den Klavierproben her, was man macht. Nicht wahr? Das haben ist Sie ja denn alles. Mal einen Einsatz verpatzt eigentlich? Sind Sie mal... Och Gott, das macht jeder mal. Das ist doch die Angst, die jeder hat, nicht? Nein, das ist nicht die Angst, die man hat. Die Angst ist, man vielleicht Worte vergisst oder so in Partien, die man sehr schnell gelernt hat, dass man da irgendwas vergisst, dass man zu spät musikalisch kommt. Die Angst habe ich nicht gehabt. Aber dass man zum Beispiel wegrennt oder so. Es gibt in einem Konzert im Wiener Philharmonikern, das letzte, was Bruno Walter mit den Wiener Philharmonikern gemacht hat. Ich glaube, das waren Mahlerlieder und die vierte Mahler. Und die vierte Mahler habe ich so oft gesungen und richtig. Es gibt 2 Takte, wo ich entsetzlich wegrenne. Also da oder dass einem der Text wegbleibt und mit Lala man weiter. Ja, das kommt so? Auch ja. mal vor. So hat man einen Blackout, das kommt mal vor. Ja. Selten, aber doch. Mir ist es einmal vorgekommen, Lincoln Center mit irgendeinem Stuart-Strophenlied, ich weiß nicht, 6 Strophen. Und ich hatte es für diesen Abend extra gelernt. Oh je. Und dann ist schon in der ersten Strophe war der Text weg. Was macht man da? Ja, ich habe so Worte irgendwie, deutsch klingende Worte konstruiert. Als ich dann rumschaute zu meinem Begleiter, der saß da und das war ein großer Erfolg. Man sieht, dass ich also nicht mit der Aussprache eigentlich brilliert habe. Und der saß da, weiß wie die Wand. Und wir sind doch durchgekommen, nicht wahr? Ja. Naja, also es kommt mal vor. Ihnen hat ja Ihr Mann auf dem Höhepunkt Ihres Ruhms geraten, Sie sollten sich auf einige wenige Stimmen konzentrieren für Sicher, die Bühne. Sicher, das tun viele. Und damit man, wie er so schön sagt, das fand ich sehr schön, damit man glücklich ist und ruhig schlafen kann. Sicher. Welche Rollen waren denn die Rollen, die Sie dann gesungen haben? Sonst haben Sie nur Todesangst vor, was am nächsten Tag kommt, wissen Sie. Wenn Sie wissen, in dieser Partie gibt es einige Stellen, wo ich wirklich schon, das kommt also im Anfang nicht vor, da denkt man, ja, man kann alles, nicht wahr? Aber später weiß man, dass man gar nicht alles kann. Und da kriegt man dann die Ängste und den Gotteswind. Also diese Stelle und heute fühle ich mich nicht wohl. Und dann erst recht schlafe ich jetzt nicht und was und Schlafmittel kann ich auch nicht nehmen und Alkohol kann ich auch nicht nehmen. Also bin ich doch total unausgeschlafen, um Gottes Willen. Und das arbeitet und wird immer mehr. Und dann denk und natürlich muss man ausgeschlafen sein zum Singen, wie zum Sport, wie zu einer Höchstleistung Sport. Es muss alles stimmen in der Physiologie. Und dann hat man das Gefühl, so die Partie, da, gut, ich kann ja singen, nicht wahr? Aber da sind keine Stellen drin, über die ich nicht mit meiner Technik auch jetzt noch, in den Jahren, wo man also dann dafür berühmt wird, dass man das immer kann und abliefert, dass man das dann auch abliefern kann. Aber welche Rollen waren das, auf die Sie sich begrenzt haben dann für die Bühne? Ja, also ich habe ja sehr spät zum Beispiel erst die Fiordiligi gesungen. Längst nach der Elvira, längst nach Rosenkavalier, was eigentlich ganz merkwürdig war, denn die meisten haben es davor gesungen. Die habe ich sehr lange gesungen und ich habe dann in Drottningholm aufgehört. Da habe ich dann gemerkt, naja, das war also heute wohl das Zeichen, dass nicht mehr alles so ganz funktioniert, wie es immer funktioniert hat. Na, da werde ich sie wohl nicht mehr singen. Und dann Marschallin ist auch eigentlich sehr lang gegangen. Also Strauss und Mozart dann Strauss hauptsächlich? Strauss und Mozart, ja. Ja. Mhm. Ja. Auf der Platte haben Sie ja vieles andere gesungen auch, nicht? Auf der Platte gibt es ja Hänsel und Grete und Ariadne auf Das habe ich auf der Bühne nicht. Auf der Bühne habe ich mit einem Sandmännchen angefangen in Berlin. Eine von meinen. Ja, ja, ja. Nein, ich habe vieles auf der Platte gesungen. Und ich glaube, mein Mann hatte ja den Wunsch und hat es auch meistens erreicht, dass man auf der Platte hörbar macht, was man sonst in Schauspiel übersetzen muss auf der Bühne. Ja, dass in der Stimme das drin ist, was man sonst sieht, aber eigentlich nicht hört in der Stimme. Und das ist eben das, was Sie auch zum Liedersingen brauchen. Sie dürfen ja beim Liedersingen überhaupt keine Gesten machen. Es muss ja alles still sein, außer dem Gesicht, was natürlich den Ausdruck zeigt. Sie können ja nicht das Gesicht abschließen vom Ausdruck. Ja.
Aber man, also Gesten sind total verpönt. Das war eine der ersten Regeln bei meiner Lehrerin, als ich mal irgendwie sagte, bitte, die Hände haben nichts zu suchen beim Liederabend, überhaupt nichts. Also bitteschön. Und da muss eben es in die Stimme gehen, wie wir alle wissen, gell? Da habe ich etwas Herrliches gehört auch. Vor zwei Nächten gab es die Seefried mit Oskar Werner. Da haben sie verschiedene Abende gegeben, wo Oskar Werner Heine-Gedichte spricht und die Seefried singt. Ja, ich sag Ihnen, in ihrer besten Zeit, da können Sie was hören vom Liedersingen auch. Mhm. Das möchte ich mal den Schülern vorspielen, wie weit ja. man gehen kann im Ausdruck. Mhm. Frage ist doch noch mal, dass ja die Sänger sich eigentlich durch die Schallplatten die Konkurrenz selbst ins Haus holen. Also sicher? Wenn ich in ein Konzert gehe, in ein Liederkonzert, natürlich. Ich habe zu Hause oft die vier letzten Lieder zum Beispiel gehört ja. und gehe jetzt ins Konzert und dann ist es und nicht höre so. Sie. Eben. Das ist ja, doch das für ist Sie der passiert. Leistungsdruck, den mir Sie passiert haben. In nicht? Berlin und in Salzburg ist mir das passiert. Da ist eben jemand beinahe total versagt habe. Das gibt's schon. Aber ich meine, ich habe dann ungefähr 80 Mal damit nicht versagt. Ja. Man muss also doch einen gewissen Standard halten. Mhm. Der Leistungsdruck wegen der Platten ist natürlich immer da. Aber Gott sei Dank hat also mein Mann das Prinzip gehabt, die Stimme so zu präsentieren, wie man sie in einer der besten Reihen, sagen wir in der 8., 9. Reihe, in einem guten Saal hört. Nicht, wie sich der Sänger zu hören wünscht oder wie der Dirigent den Sänger hört, der neben ihm steht oder einen Meter weg, sondern so wie das Publikum in den besten Sitzen das Orchester zusammen mit dem Sänger hört. Und das hat er auch immer präsentiert. Deswegen ist, ich glaube, sagen zu dürfen, mein Publikum nicht enttäuscht worden, nicht wahr? Und ich habe ja keine große Stimme gehabt. Ich habe eine tragfähige Stimme gehabt, die hat getan. Aber es war kein Rüseninstrument, das war sie gar nicht. Ja. Nicht? Haben Sie denn eigentlich empfunden, nachdem Sie aufgehört haben, in der Öffentlichkeit zu singen, diese Erleichterung von dem, was Fischer Dieskau nennt, von der Last des verzweifelten Leistenmüssens? Also, dass man immer wieder auf die Bühne geht, immer wieder so einem Druck, einem Bewährungsdruck ausgesetzt ist? Nein, das kann ich nicht sagen. Ich habe ja auch nicht so lange gesungen wie Fischer Dieskau, schauen Sie. Mhm. Aber der muss natürlich, weil der gibt immer noch so viel, dass man auch jetzt noch und noch viele Jahre hoffentlich zu ihm rennt, um dieses Erlebnis noch zu haben. Egal, wenn er mal in guter Form ist oder wenn er mal nicht in guter Form ist, ist ja ganz egal. Denn dieses Erlebnis kriegt man von keinem anderen, nicht wahr? Und da läuft man natürlich, wo man nur kann, um das noch mitzukriegen. Aber ich habe ja zeitiger aufgehört eigentlich. Und da ist natürlich in den letzten Jahren ist dann doch ein großer Druck, weil man weiß, das kann ich eigentlich nicht mehr. Und Gott sei Dank war ja mein Mann noch immer da. Der hat gesagt, du kannst es, du kannst es, du kannst es. Er hat auch gesagt, weißt du, wenn du aufhörst zu singen, dann sterbe ich. Und das ist passiert. Und das ist auch passiert. Mhm. Ja. Und das war für mich der Druck. Das war für mich der Druck, dass ich wusste, man weiß, ich kann noch immer so viel geben, was vielleicht andere in der Form nicht können, obwohl ich wusste, rein physisch kann ich es nicht mehr. Das war ein großer Zwiespalt, ja. ein großer Zwiespalt. Sie sagten, dass Sie manche Sachen auf der Bühne deshalb nicht gesungen haben, weil Ihnen die Regisseure oder die Dirigenten nicht die lange Probenzeit einräumten, ja, auf der Bühne, ja. die Ihnen Walter Legg durchaus ja. für die ja. Schallplatten eingeräumt hat. Ja. Aber ich brauche das Probieren. Ich muss ja. es. Ich muss feilen können. Ich bin auch sehr interessiert. Mich fasziniert fast nicht so in Orchesterkonzerten wie die Proben. Das finde ich also. Ist ja auch als Zuschauer immer wieder interessant. Ja, als Zuhörer, nicht? Wie etwas Zuhörer, entsteht, ja, wie mhm. etwas zusammengesetzt wird, dieses Mosaik von. Denn sehen Sie, ein großes Orchester, da sind ja lauter erstklassige Künstler, bis zum letzten Pult müssen erstklassige Instrumentalisten sitzen, mit einer Riesenverantwortung. Und wie das dann zusammen, dieses Mosaik zusammengebracht wird, das finde ich also eines der faszinierendsten Erlebnisse, die man haben kann. Ja. Aber nun ist doch erstaunlich, dass so ein Mann wie Peter Stein, ein berühmter Regisseur, mhm. heute nach Cardiff geht, dort mit Sängern, die man vielleicht sozusagen aus der zweiten Reihe nennen mhm. könnte, probiert, weil nur die bereit sind, 6 Wochen mit ihm zu proben. Und die aus der ersten Reihe kriegt er halt nicht für so lange. Und so macht er hervorragende Inszenierungen. Ja. In Cardiff und ja. nicht in Berlin und nicht in Wien und ja. nicht in London. Was soll ich dazu sagen? Schauen Sie, in unserer Zeit hat man probiert. Es ist allerdings mhm. auch schon bei uns vorgekommen. Ich kann mich an eine Capriccio-Wiederaufnahme, also das war die 5., 6., 7. Vorstellung oder etwas in Wien unter Karl Böhm. Und er hat gebeten, dass man am Tag vormittags noch zusammenkommt, für das große Ensemble zu probieren. Ich war die Einzige, die da war.
Ja, alles andere schwirrte in der Weltgeschichte rum. Oder? Ja, oder sie waren zu müde oder sie waren oder so. Mhm. Ja, das hat dort schon angefangen, nicht wahr? Mhm, ja. Und das ist natürlich ganz gegen meine Prinzipien. Also ich meine, wir haben ja auch an den Liederabenden so herumgefeilt. Nicht nur bei den Aufnahmen, sondern immer vor jedem Liederabend. Da gab es Proben und Proben und Proben. Es wurde gefeilt und wieder gelesen und wieder studiert und wieder wieso. Aha, das habe ich übersehen. Das hört ja viel zeitiger auf und was alles. Also was man alles übersehen kann natürlich. Ja, ja, und das war eigentlich immer unser Prinzip. Man hat ja auch, bekommt ja auch andere stimmliche Mittel. Da muss man dann wieder neu probieren. Was kann ich mit den Mitteln als 40-Jährige machen oder als 50-Jährige? Oder was habe ich mit 30 Jahren gemacht? Ja. Ja. Nicht wahr? Also es wird zu wenig geprobt, meinen Sie? Dessen bin ich der Meinung, ja. Jetzt gibt es, meine Frage ist, gibt es eigentlich vom Sänger her auch ein gutes und ein schlechtes Publikum? Nein, es gibt ein Publikum, wenn ein Publikum in die Liederabende kommt, so ist es sowieso ausgesucht schon von vornherein. Sonst würde es ja nicht in einen Liederabend gehen. Nicht ja, wahr? Aber sind die einen nicht, also sind die... Ist das Pariser Publikum lebhafter als das Londoner oder als das Japanische? Nein, nein. Oder das Pariser Publikum ist sehr ähnlich dem Englischen, aber ganz unähnlich dem Wiener Publikum. Die Wiener wollen immer vergleichen, und zwar mit dem Sänger, mit demselben Sänger von vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren oder mit den anderen Sängern, und sie vergleichen immer, nicht wahr? Aber die Pariser und die Londoner sind sehr empfänglich für Details. Man würde es von den Engländern nicht glauben, aber so ist es. Sie sind ein raffiniert gutierendes, mit einem Geschmack, der die Raffinesse und die Details wirklich aufsaugt. Und das und gar nicht auf Stimmpracht und solche Dinge. Das Liederpublikum, wohlgemerkt. Das italienische Publikum, also ein Publikum, was in italienische Oper geht, ist natürlich ganz anders. Es können auch solche sein, die beim Liederpublikum dabei sind. Aber normalerweise ist es also ganz anders eingerichtet, was sie hören wollen, nicht wahr? Aber Sie machen in den Meisterkursen eine Sache, die ich hervorragend finde. Sie laden halbtags auch das Publikum ein. Sicher. Und Hartmut Höll nennt das, man soll dem Publikum die Ohren putzen. Ja. Ist es nicht so, dass wir alle nicht richtig gelernt haben, zuzuhören? Nicht mehr. Wer bringt uns das denn bei? Also in der Schule haben wir es wahrscheinlich nicht gelernt. Nein. Und man kann es sich nur selber beibringen. Eigentlich sollten Sie es von Schallplatten auch lernen können. Sie sollten es natürlich in den Konzerten lernen. Sie sollten auch Noten lesen können und Sie sollten auch Stücke wirklich selbst... Ja, wenn ich aber mitlese bei den Noten, wenn einer singt, dann... Nein, das nicht, sondern Sie sollten vorher sich mal diese Stücke vorgenommen haben am Klavier. Wenn man sich selbst mal einen Eindruck gemacht haben, würde ich denken. Aber hauptsächlich liegt es an der Schule, glaube ich, am Musikunterricht in der Schule. Da ist das große Weh. Überall in unserer Zeit. Ja. Denken Sie, die vielen Talente, die der Musik nie ausgesetzt werden. Das ist eine Tragik, wirklich eine Tragik. Die der Musik nicht ausgesetzt werden, heißt was? In der Schule schon. Also die gar nicht entdeckt werden, weil keiner sie, ist, weil der sie nicht sie den großen Musik oder auch den großen Museen oder so ausgesetzt werden, dass man sie nicht zwingt zu ihrem Glück. Alleine wissen sie es doch nicht, die Kinder. Wie sollen sie alleine wissen? Was sind große Meisterstücke? Welches Bild muss ich im Museum unter denen erklären? Was muss ich sehen? Was muss ich hören? Nicht wahr? Das, in Amerika macht man es wohl, der Bernstein macht es dauernd. Und überall haben sie die großen Symphoniekonzerte für die Kinder, wo ihnen erklärt wird, da gehen die Schulen rein, dauernd. Ja, wo ist ja, denn der das Bernstein, bei uns? Das gibt's ja, bei bitte uns sagen nicht Sie nur. Bernstein, eben. Also das, davon könnte man doch wirklich was lernen. Man kann nicht immer von Amerika lernen, aber davon könnte man wirklich was lernen. Nicht? Frau Schwarzkopf, wie sind Sie denn eigentlich mit dem umgegangen, was man eine schlechte Kritik nennt? Also habe ich sehr gekränkt, furchtbar gekränkt, entsetzlich, ja. Und das hat dann so 3-4 Tage gedauert und dann war es schon vergessen, weil so viel anderes gekommen ist, wo man arbeiten musste. Und dann, da hat man dann einen Witz drüber gemacht und war schon vorbei. Sie könnten ja heute frei über die Kritiker reden, weil Sie sich der Kritik nicht mehr aussetzen. Was fehlte Ihnen denn an den Kritiken? Mir fehlt an den Kritiken der Respekt vor dem Künstler. Wissen Sie, so jemand wie wir, die ein ganzes Leben lang, wirklich das ganze Leben, ja, uns konzentrieren auf den Beruf, auf jeden kleinsten Übergang, auf jede kleinste Schattierung, wie man den Text behandelt, wie nicht, wie war, 100 Dinge, mit denen man lebt und die man versucht, in die Gewalt zu bekommen und wirklich dem Komponisten und dem Dichter gerecht zu werden, immer. Das kann ja ein Kritiker in seinem Leben gar nie, entschuldigen Sie bitte, vergeben Sie mir, aber das kann er ja nie verstehen, lernen, dazu hat er ja nicht die Zeit. Er ist ja selber kein grandioser Sänger, der weiß, ah, das ist eine fabelhafte Lösung. Wir dürfen uns erlauben, über Sänger zu urteilen. Ich würde mir nicht erlauben, obwohl ich ja Musikerin bin,
über einen Dirigenten zu urteilen. Ich darf nur sagen, dieser Dirigent war für mich leichter oder schwieriger, aber ein Urteil würde ich nie mehr erlauben abzugeben. Über niemanden, über keinen Instrumentalisten, über nichts, aber über die Sänger, selbstverständlich. Und wenn wir das schon nicht dürfen, die wir ja das können oder gekonnt haben, dann ist es doch wohl zu erwarten, dass eigentlich ein Kritiker nur sagen sollte, ja, dem Publikum hat es das und das besonders, mir hat auch das sehr gut gefallen, das hat einen großen Eindruck gemacht und so weiter, aber er darf nicht sagen, die Technik so und die Technik so und die Technik so und die Tempo so und die Tempo das und wie und was. Ja, woher? Ja, sagen Sie mir es doch. Gibt dieses große Buch, oh, die Krise der Gesangskunst, von dem Rolf Rosenberg. Und der sagt, die Unerbittlichkeit und Respektlosigkeit vor den großen Namen hat in früheren Zeiten das Niveau gewährleistet. Heute sind Stars tabu, es gibt ihnen gegenüber zu viele Referenzbezeugungen. Der sagt früher, und Sie sagen das selbst auch einmal, Sie sagen Referenzbezeugung. Ja. Und Sie sagen auch, der Josef Knips in Wien, der habe nach jeder Aufführung am nächsten Morgen... Furtwängler hat das und gemacht. Sie Knips wirklich beide angenommen und hat sie kritisiert. Das heißt, nein, also er hat uns nicht kritisiert, sondern er hat uns gesagt, bitte, liebe Kinder, also Moment, das Ensemble nochmal, da sind Sie gerannt, da sind Sie gerannt, da waren Sie zu laut, da waren Sie zu leise, Sie müssen mehr geben und so weiter. Das ist also gearbeitet für die musikalisch nächste, gearbeitet, ja, noch einmal, das ist nicht kritisiert, sondern so arbeitet man musikalisch. Na, selbstverständlich. Ja. Und auf das wartet man, auf das sollte jeder auf das angewiesen sein, auch heute. Da könnte ich Ihnen große Beispiele nehmen, wo man sagt, naja, also die brauchen dann morgen mal eine Ensembleprobe, ja, aber wie? Aber meinen Sie nicht, dass doch die Stars tabuisiert sind oder zu viele Referenzen sicher, das kriegen? Ist aber unsere heutige Zeit sicher. Das dass glaube man sich ich schon. Nicht traut, was zu sagen? Wissen Sie, man soll sich nicht so viel trauen zu sagen. Ich bin nicht der Meinung, weil es haben selbst die größten Kritiker nicht gelernt, im Grunde genommen, was in einem Sänger vorgeht, wenn er, sagen wir, den Evangelisten singt. Technisch, musikalisch, physisch, geistig, emotionell, das wissen Sie ja nicht, was da vorgeht, was vorgehen kann, wenn dann Hindernisse sind oder wenn ein Dirigent es in einem anderen Tempo zum Beispiel will. Was muss der arme Sänger dann, was macht er dann mit, nicht wahr? Wie muss er sich atemtechnisch und so weiter? Wie soll ein jemand, der überhaupt nicht singt, das wissen? Das muss ja ein Gottesoberster sein, das gibt es ja gar nicht. Naja, er muss eigene Maßstäbe natürlich haben. Die sollte er schon die haben. Ohne Maßstäbe die kann er nein, nicht. Nein, die ja, eigenen die Maßstäbe. Sprechen nein, Sie ihm nein, ab. Nein, nein, nein. Ich spreche die eigenen Maßstäbe von einem Nichtfachmann ab. Ja. Dann geht es allen Kritikern schlecht. Dann muss nein, der Sie Kritiker können ja berichten. Sie ja. können ja berichten. Das ist ja keine Kritik, das ist dann ein Bericht. Aber wenn Sie den armen Sänger helfen würden und ihn verbessern, sagen so, ich gehe jetzt mal, frage den Sänger, ob ich mit ihm probieren kann, wie es mein Mann gemacht hat. Der hat es ja auch kritisiert und hat gesagt, so, jetzt kommt es mal her. Denkt euch mal, wie wenn ihr das so singen würdet. Das hat er mit jedem gemacht oder spielen, Klavier oder was auch. Bitte, würden Sie nicht, schauen Sie sich das an, was da steht. Bitte, machen Sie da. Bitte, machen Sie, probieren Sie dies. So hat er gearbeitet, dauernd. Er hat neben Gerald nur am Klavier gesessen, tagelang, und hat neben Gerald, Pedal hier, die Mittelstimme, die Nebenstimme, die das, bitte, bitte, da ist das Wort. So arbeitet man mit den Künstlern und davon leben die Künstler. Aber man lebt nicht von der Kritik, man lebt von der aufbauenden Kritik, die einem sagen kann, Kinder, Moment, hört euch doch mal zu, was habt ihr da gemacht? Ihr habt nicht gut gelesen, ihr seht ja gar nicht, unter euch habt ihr diese Unterstimme, die Nebenstimmen, die durchkommen müssen. Bitte macht doch mal Vernunft aus dem und macht wirklich Musik. Also da sind aber tausend Sachen, nicht nur Musik, sondern da kommt eben alles, was in den Beruf reingeht, bis zur Handbewegung, die man auf der Bühne machen soll und nicht oder nicht, kommt da herein. Ne? Bis zu den falschen Farben von der Schminke oder von der Kostüm, alles gehört da dazu. Ich kann mich schon wieder aufregen. Ja, Sie sollen sich auch aufregen. Ich habe ja nicht gelitten von der Kritik im Grunde genommen. Ich muss eigentlich ja sehr dankbar sein, nicht wahr? Sie sind immer sehr gut weggekommen. Ja, das darf Fischer ich Dieskau sagen. Behauptete ja in einem Wortwechsel hier, dass 50% aller Kritiken, die er hatte, schlecht gewesen seien. Nee, das glaube ich ganz und gar nicht. Und nur 50% nein. gut. Nein, nein, das glaube ich wirklich ganz und gar nicht. Denn das hätten wir ja auch gesehen. Ja. Nein, nein. Er hat sich dann trotz der Kritik durchgesetzt, kann man sagen. Man ärgert sich über diese eine, die schlecht ist. Über die ärgert man sich über wie über 50. Ja. Aber ich komme noch mal auf eine Sache, die mich irritiert hat, weil ich nämlich auch bei Ihnen gelesen habe, beziehungsweise in dem Buch, das Sie zusammen mit Walter Leck gemacht haben,
dass ich ja doch nicht eine, zusammen mit ihm gemacht. Ja, Sie haben es kommentiert nochmal, doch das so. Das war ja längst, nachdem er schon tot war. Ja, aber die englische Ausgabe, haben Sie das nicht mit ihm zusammen gemacht? Gar auch? Nicht, das, ich habe es nur zusammen gesucht. Ah, ja. Nein, mit einem Freund meines Mannes, wir haben das zusammengesucht, was da war, und haben dieses dann im Nachhinein kommentiert. Ja, wenn er nur selber noch ein Buch geschrieben hätte. Aber es ist viel wichtiger, dass er Platten gemacht hat. Ja, er erzählt ja eine sehr schöne Geschichte, und da hatte ich dann, habe ich eine Frage an Sie anschließend. Er erzählt, dass Sir Thomas Beecham in Berlin die Zauberflöte aufgenommen hat mit den Berliner Philharmonikern 1938, und dann musste er eher abreisen, und dann war eine Seite noch nicht fertig, und dann wurde der Hausdirigent von der Elektrola mit dem Berliner Orchester der Staatsoper zusammengestellt, und die haben die letzte Seite bespielt. Mhm. 40 Jahre lang hat kein Mensch das gemerkt, und Walter Legg hat auch gesagt, der herausfindet, welche Seite der Schallplatte das ist, der kriegt einen Preis von mir. Also eine Schummelei eigentlich. Na, wie das berühmte Ja-Ja von Herr Lehmann auf der berühmten Rosenkavalier. Haben Sie denn da auch was zu erzählen aus Ihrem Nähkästchen, was ja, Sie mal ausgeholfen wo wir geholfen haben? Selbstverständlich, meine ich. Es sollte ja geheim bleiben. Sie ist aber längst nicht mehr geheim. Und das ist, ich glaube, eine große... ich glaube, ich bin also darüber sehr, sehr glücklich, dass es jemandem eingefallen ist, nämlich bei der Isolde von der Flachstadt. Es sollte ja... Furtwängler wollte Tristan und Isolde aufnehmen bei uns in London, mit Philharmonia und Flachstadt, nicht wahr? Sie war nicht mehr jung, aber sie sagte, also ich kann, Furtwängler hat gesagt, ja, aber wenn der Mann Legg da ist, er hat ja gegen Karajan sehr, das war ihm gar nicht so lieb, die mochten sich nicht, also nein. Und er sagt, wenn dieser Legg dabei ist, dann nehme ich nicht auf. Und die Flachstadt sagt, wenn der Legg nicht dabei ist, nehme ich nicht auf. Also, und so ging das. Und am Schluss hat dann Furtwängler gesagt, Herr Legge, eigentlich müsste Ihr Name auf der Aufnahme stehen, nicht meiner. Ja, also Flachstadt. Und sie sagt, ja, liebe Kinder, wenn ich da 10-mal diese Stellen mit den hohen Tönen wiederholen muss, das kann ich nicht mehr. Ich kann es noch in der Vorstellung einmal singen, aber wenn ich es dauernd wiederholen muss und die langen Passagen, nicht nur gerade einen Takt wie heute, oder so, sondern da wurden dann immer ganze Seiten wiederholt, das geht nicht mehr, da müsst ihr mir was sagen. Und da hat man, ja, bitte Elisabeth wird eben hinter dir stehen und wird das da hineinsingen. Na, das habe ich dann auch gemacht, ich habe mich hinter sie gestellt und bin schon am Ton vorher eingestiegen und habe das abgeliefert und wieder weg, 2-3 Dinge. Worauf dann ein berühmter Kritiker in New York geschrieben hat, ja, man hört natürlich leider genau, wo die Schnitte sind, wo die hohen Töne hineingeschnitten worden sind. Erstens gab es da noch keine Schnitte und zweitens bin ich direkt in die vorherige Note schon eingestiegen. Ja. Muss man da also, nicht ganz, ich meine, das war der Collodin übrigens, ein sehr berühmter Kritiker. Ja. No. Um das Timbre nicht zu verraten, muss man da nicht sehr sich an die andere Stimme sozusagen anschließen? Ich muss Ihnen sagen, das Timbre bei den ganz hohen Tönen, H, C und da oben, ist nicht so verschieden wie weiter unten. Ja. Ja, das ist bei allen Sopranen sehr ähnlich. Aber es gibt auch eine Piratenaufnahme, die unter dem Namen von Maria Tributari läuft, und die Sie eigentlich gesungen haben. Das ist ja auch merkwürdig. Da hat der Kritiker sogar was gemerkt. Ja? Ja, das war eine Aufnahme, die wir in Wien gemacht haben von der... Ich glaube, es war die Konstanzen-Arie, und wo ich bei dem hohen, langen C bin ich zu hoch geworden. Das bin ich ja öfter mal geworden. Okay. Und da haben wir also es zurückgewiesen, aber das wird nicht veröffentlicht. Nicht? Und dann kam es in Amerika heraus als eine Aufnahme von Tributari. Und dann hat ein sehr berühmter Kritiker in London geschrieben, der Alec Robertson, das ist doch merkwürdig. Ich wusste gar nicht, dass die Tributari mal bei der Ivorin studiert hat, denn man kann es ja so deutlich hören bei dieser Konstanzen-Arie, es muss sie mit der Ivorin gearbeitet haben, weil das gibt es gar nicht, so eine Ähnlichkeit. Nicht? Ja. Ja, der hat etwas bemerkt, aber dann hat es ein Disc-Jockey in Chicago, hat also mir geschrieben und sagt, hören Sie mal, es läuft eine Platte, Tributari, und das sind ja Sie, nicht wahr? Ja, dann haben wir das beweisen müssen, irgendwie, es war recht schwierig, natürlich war es ich. Ja. Frau Schwarzkopf, Sie haben mit 55 aufgehört, auf der Bühne zu stehen. Ja, mit 63, mit 63 haben Sie das Konzertpodium verlassen. Jetzt unterrichten Sie. Was machen Sie denn dann, wenn Sie nicht mehr unterrichten? Na, vorläufig ist das noch nicht in Aussicht. Ich muss immer nur Nein sagen, weil ich gar nicht Zeit habe für vieles andere als fürs Unterrichten. Und es ist nicht, ich würde nicht sagen Unterricht, es sind ja keine Anfänger, aber es sind sehr oft, 9/10 davon sind mittelbegabte, begabte Menschen, die nicht weiter wissen und die auch etwas Anständiges, aber nichts Welterschütterndes abliefern können und auch sollen, nicht wahr? Denn es gibt ja nicht nur
grandiose Sänger. Das ist genauso. Haben Sie eine grandiose selten. Stimme gefunden in diesen ja, Jahren? Ja, gefunden. Ich habe meine, ich habe den Thomas Hampson in drüben in Kalifornien in meiner Hand gehabt. Aber er hat natürlich bei einem anderen Sänger vorher seine Technik gelernt, nicht bei mir. Nur ich habe ihm also so ein bisschen gesagt, was er eigentlich machen müsste mit seiner Stimme. Und mit dem habe ich dann ziemlich viel gearbeitet und ihm auch einen Liederabend schon in London gegeben, in der Serie der Liederabende, die mein Mann noch angefangen hat. Von dem hatte ich sehr viel. Es ist eine bildschöne Stimme. Und jetzt habe ich, ich glaube, einige entscheidende Dinge dem Heilmann sagen können, dem Uwe Heilmann. Ja, den wollte man auch, dass er immer nur schreit und laut, 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 laut singt. Und dem habe ich erst mal beibringen müssen, dass er eigentlich auch Pianissimo singen sollte. Aber eine Schwarzkopf haben Sie noch nicht gefunden? Ach Gott, wissen Sie, Gott sei Dank sind alle verschieden. Das wäre ja eigentlich gar nicht so schön. Nein, nur eine große Stimme meinte ich jetzt. Oder eine, nein, nicht eine große Stimme, eine individuelle, ja, sehr schöne Stimme. Eine große Stimme, um das dreht sich es gar nicht. Es könnte auch eine sehr kleine sein, wenn sie nur trägt, wenn sie wirklich richtig singt. Und ja, ich meine, ich arbeite ja enorm viel mit der Schirai natürlich und so. Und das ist also wirklich die, aber die konnte ja schon singen, die hat von mir noch vieles dazugelernt, sicher. Aber mit Schirai und Höll kann ich natürlich sehr viel künstlerisch arbeiten. Das ist dann nicht immer nur Technik. Und bei den anderen ist es ja meistens leider doch. Es gibt eine Japanerin, die sehr schön singt, aber die leidet an Allergie. Und da muss sie große Dinge unternehmen, dass sie diese Allergien wegkriegt. Damit, ich sage ja, die Gesundheit, das kommt noch dazu. Nicht wahr? Das wehe, wenn die beim nicht Anfang. Wehe. Ja. Das geht nicht. Vielen Dank, Frau Schwarzkopf.